Nun bei uns Lars Eckert, Kapitän des SC Neuenheim. So Lars, schönes Ergebnis, 27:18 gegen TSV, Mitfavorit dieses Jahr. Was sagst du dazu? Wie kam dir das Spiel rüber? Gut, also wir sind sehr, sehr konzentriert in dieses Spiel gegangen, ja, und haben uns eigentlich schon irgendwo als Favorit gesehen, ja, und haben alles das umsetzen können, was wir auch die letzten Wochen trainiert haben. Deswegen ist für uns eigentlich ein sehr, sehr schöner Sieg. Wir konnten auch den Bonuspunkt mit einfahren und sind eigentlich von Grund auf sehr, sehr zufrieden. Hat euch Marc Kuhlmann die Woche über speziell auf dem TSV eingerichtet? Gut, also spezielles Training auf dem TSV haben wir jetzt nicht gemacht. Ja, wir wissen, wo die Stärken sind vom TSV. Wir haben aber vielmehr unsere Stärken irgendwo im Fokus gehabt, jetzt über die Wochen fürs Training. Und ich denke, wir haben sie heute auch sehr, sehr gut ausgespielt. Findest du auch, dass diese Saison der Vorteil ist, dass Manassas Sita gewechselt hat, die Position? Ich denke, das war eine gute Lösung, dass wir den Manassa auf 13 gestellt haben. Ja, er ist ein sehr, sehr gefährlicher Mann, laufstark und hat viel, viel mehr Bälle auf innen als auf 15, ja, was ihm auch, glaube ich, sehr, sehr gut liegt. Und man sieht es am Ergebnis, es passt momentan. Ja, das war es dann unsererseits. Ich bedanke mich bei dir fürs Interview. Danke euch, ne? Macht's Kein gut. Problem. Ciao, ciao. Danke.